Fritz, Fritz, wo bist du? Ja, wo bist du? Du bist irgendwo total tief unter der Erde. Ist aber auf jeden Fall noch nicht so lange her, dass wir hier waren. Ich komme jetzt hier direkt aus der Erde raus. Ich bin in so einer Höhle. Falls ihr euch wundert, was hier wieder abgegangen ist, ich bin aus der Welt gefallen. Ich bin jetzt hier, wo man rückwärts das Seil hochklettert. Ah, Direkt okay. danach haben wir die neue Höhle gefunden. Da könnten wir jetzt mal kurz hingehen und mir diese Axt holen. Ja, dann weiß ich auch ungefähr, wo du bist. Jetzt müssen wir nur die neue Höhle mal finden. Ja, das ist übrigens jetzt für alle Leute, die das jetzt hören, das ist für uns ein wilder Aufnahmemarathon. Das ist jetzt durch die 11. Folge oder so, die wir am Stück aufnehmen, ne? Und ich finde, das spricht für das Spiel. Ich habe mir jetzt auch tatsächlich ein Bier geholt. Weil es schon sehr spät ist, aber ich heute ein großes Stück in Sachen Masterarbeit vorangekommen bin. Das habe ich mir verdient. So, und ich schaue derweil mal, ob ich den Eingang finde, wo du rauskommen wirst. Ich glaube, dass der hier in der Nähe von diesem kleinen Camp liegt. Ich habe übrigens das Hoffe, dass Mysterium das ist. gelöst, wo die Geräusche herkamen. Ich habe doch eben gesagt, ich höre Geräusche aus dem Nebenzimmer. Ja. Es ist Emil, mein Mitbewohner, und den ja auch vielleicht von meinem Channel kennen den Leute, mit dem spiele ich Stellaris und Crusader Kings und so. Und hier mit dem haben wir, den kennen sogar die Leute, die bei dir. Dreadnought Hallo! haben wir doch mit ihm gespielt, Genau, oder? das ist auch der Emil. Und der Das sitzt könnten wir nebenan auch und irgendwann nochmal spielt. spielen. Ich fand das eigentlich echt spaßig. Könnten wir eigentlich auch irgendwann nochmal spielen eine Runde. Ja, Ich fand das ganz ich, spaßig. sorry. Du, das könnten wir auch noch mal irgendwann spielen. Ich fand das recht spaßig. Halt's Maul. Nee, ich hatte getrunken und nicht gefragt. Verzeihung. So. Weißt du noch, wie wir da hinkommen zu der Insel? Zu der Weiß Höhle? auf jeden Fall, dass mein Singleplayer-Camp direkt daneben ist. Aber es ist auch an der Küste. Was war das denn? Was war das? Feuer weggezündet? Es hat so irgendwas piu, 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 piu gemacht. Ich glaube, bei dir, piu, 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 das ist langsam schon. Kopf. Hintertier laufen auf jeden Fall Viecher. Ja. Hier ist wieder ein Höhleneingang, aber das ist nicht der, den wir suchen. Ich glaube, ich lots uns da mal hin, oder? Wo wir Ja, mach mal. hinwollen. Ja, die moderne Axt ist jetzt halt auch nicht so turbo wichtig. Und was hatte ich noch? Die Karte, die war auch Mist. Also Karte, Kompass und moderne Axt fehlen mir Sollen wir jetzt. dann mal eher in Richtung Taucherausrüstung gehen? Ja, lass das mal machen. Den Rest kennen wir ja schon. Okay. Dann wird es ein bisschen komplizierter, weil ich Oh, aber warte nicht mal. ganz sicher bin, wo die ist. Ah, crap, ich habe die Kletteraxt noch nicht. Hä? Wie kann das sein? Ja, das frage ich dich. Wo ist denn die? Kommen wir in die Höhle? Ah, ich weiß, wie wir in die Höhle Durch kommen. Sinkhole. Nee, nicht nur durchs Sinkhole. Das weiß ich echt wirklich nicht mehr. Ich hoffe, du weißt es noch. Ja, was will denn der Stinker hier? Ach, du hast hier Spaß. Warte mal, ich glaube, ich weiß, wie War wir das nicht hinkommen. hier? War Wo das nicht hier bist denn sogar? du? Was denn? Hier ist doch dieses Dorf, wo wir. Ja, aber da ist nicht die Kletteraxt drin. Die ist woanders. Glaube ich. Da sind wir doch. Wir sind in so eine Höhle rein, durch Zufall. Also ich Und weiß nicht, dann. ob's das hier hinten ist, aber ich hätte gedacht, Ein boah, Dreck. schau mal, wie das aufhellt auf einmal. Das ist ja cool gemacht. Also wir können mal gucken, ob wir hier von der Höhle, die hier hinten ist, ob wir von der da irgendwie reinkommen. Aber ich glaube, dass das ein anderes Höhlensystem ist. Ich meine. Doch, 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 das ist das nicht hier, wo wir dann hier rausgekommen sind und gesagt haben: Ach krass, guck mal, hier ist es. Schon mal hier geht's rein. Oh ja. Und du weißt nicht durch die Welt fallen. Hör auf, ey. So ein Crap. Jetzt habe ich schon wieder ein neues Item auf meiner To-Do-Liste. Man ist wahrscheinlich wieder diese Höhle hier erkunden. Nee, hier. Was war denn hier nochmal? Hier kann man speichern und hier gibt es noch einen Riegel und hier hattest du dein lustiges Feuer gemacht. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das die Höhle ist, die wir brauchen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Wir schauen jetzt einfach mal. Oh, also öfter speichern, ey. Du kommst einfach hinter mir her, oder? Ja, ich hatte gerade nur gespeichert. Ich habe jetzt Angst. Oh nein, ey, so ein Scheiß. Der Rest wäre doch halt auch so egal gewesen, aber das.
Ja, die Kletteraxt brauchen wir schon. Sonst haben wir. Ich muss kurz gucken, ob das hier noch fancy schmancy steht. Ja, Blockbuster. Okay. Kam mir gerade so dunkel vor. Lauter Geld auf dem Boden. Nur mal schön einsammeln und Bomben mitbauen nachher. Ja, aber krass, schon das zweite Mal. Also das war jetzt ja wirklich ein nicht aufhaltbarer Bug, ne? Also das war wirklich... Ja, ja, da kannst du nichts machen. Also das ist echt auch so ein Gamebreaker quasi, ne? So ein... Also ich habe mich ja eben einmal selber umgebracht, da konntest du mich ja zum Glück wiederbeleben, aber das ist halt schwierig, wenn man nicht stirbt, weil man durch die Welt fällt. Mhm. Vielleicht hätte ich dich ja an der Stelle, wo du immer an mir vorbeifällst, kurz anfassen können. So High-Five-mäßig. Anfassen, das klingt unangenehm. Bisschen anfassen. Nein, ich glaube, mein Greenscreen ist wieder kaputt gegangen. Oh, mein Schwert. Ah, passt schon. Wo man jetzt hier tatsächlich auch ganz schön weit kommt. Vielleicht ist das doch irgendwie dieser Höhlenkomplex. Hier ist das Loch übrigens, wo wir durchtauchen müssen, wenn wir wieder zurück wollen. Weißt du? Hier war, glaube ich, nichts. Oder? Nee, ich glaube, hier geradeaus ging es weiter. Also ich weiß es ehrlich gesagt momentan jetzt gar nicht. Nee, wir sind hier durch das Loch reingekommen, was da hinten ist. Und da sind wir, ich weiß, wo wir hin müssen, glaube ich. Ja? Nee, doch nicht. Nee. Wir müssen hier lang, glaube ich. Jetzt hier hoch oder durchs Loch? Nee, hier hoch. Ich glaube, wir sind richtig, weil wir kommen jetzt gleich durch diesen unterirdischen Gang. Oder? Oh, die Leute halten uns jetzt wieder... Oh? Oh. Nee, hier ist nix. Da war Sackgasse, da war dieser... Da war der Johnny. Da haben wir die ganzen Bomben dann verbraucht. Mhm. Ah, wenn das jetzt nicht die richtige Höhle ist, dann kennen wir zumindest eine Höhle noch besser. Muss mal kurz verschnaufen. Schau mal, die Brücke ist wieder heil. Sehr gut. Ja. Nein. Ach, wenn's ja, jetzt, wenn könnte, jetzt hier gleich der könnte, Ausgang könnte, kommt. Könnte, doch, 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 doch. Nee, könnte, doch nicht. Es könnte nicht. Ja, oder? Nee. Also, wie gesagt, wenn es ganz hart auf hart kommt, ich weiß einen Weg, wie wir auf jeden Fall dahin kommen. Allerdings. Hier lang. Warte mal, hier könnte. Ah. Das ist ja eigentlich in einem Teil der Sinkhole-Höhle. Genau. Und ich glaube nicht, dass das die Sinkhole-Höhle ist. Da hätten wir gerade... Ah, hier, warte mal. Nee, falsch. This is not Sinkhole. Kommst du wieder rein? Okay. Oder, warte mal, wo kommen wir da raus? Warte mal. Schönen guten Tag. Kommen wir nochmal raus. Das ist auch nicht die Höhle mit der modernen Axt im Kram, ne? Das nee, ist alles. Nee. Oder? Nee, glaube ich nicht. Aber komm mal kurz mit. Ja. Ich laufe dir jetzt einfach hinterher. Ich bin jetzt einfach nur noch verwirrt. Oh, ich habe ganz schlimm Hunger. Beschissene See. Beschissene See. Wollte nicht den beschissenen See haben. Der beschissene See, der ist beschissen. Ihr alten Orientierungspferdchen, ja. Oh, hier sind lauter Gegner. Oh, schau mal, die kämpfen untereinander. Ja, lassen wir sie mal kämpfen. Hallo. Die wollen dich. Ha
Scheiße. Oh man. War falsch. This was very wrong. Ich weiß aber auch überhaupt nicht. Also es liegt jetzt auch daran, ja, wir sind Orientierungsfrösche, aber wir waren heute, glaube ich, schon in drei verschiedenen Höhlen. Also für euch ist jetzt, sind quasi zwei Wochen vergangen, aber für uns war das jetzt alles heute. Cool. Ist auch kein gutes Argument, ne? Ja, das Gegenteil. Ja, das verwischt halt alles so ein bisschen in Erinnerung. Ist aber nicht so schlimm. Aber wo war das denn? Wo haben wir die denn gefunden? Ich muss gestehen, ich suche gerade nach einer anderen. Hier ist ein Loch. Komm mal kurz her. Okay. Ich bin. Spiel hat. Also, entweder ich war. Oh, das ist ein Bösewicht. Hier waren wir noch nie drin. Ja. Die müsste neu sein. Wir holen deine Kletterangst nachher. Ja, gut, wenn wir weiterkommen. Machen wir erstmal hier weiter. Wenn es nicht drauf ist, ja auch egal. Meine Hoffnung ist nämlich ein bisschen, dass hier die Taucherflasche drin ist. Das sieht aber gut aus hier. Wo hast du die denn jetzt gefunden? Die war jetzt hier einfach im Wald. Das ist so ein bisschen in der Nähe von da, wo der Anker liegt. Wo der Schiffsanker liegt. Aua. Hätte ich dich zufällig gerade erwischt. Ist hier Stoff drin? Hier war, krass. Alter, finde Fritz. Oh, hier ist jetzt ein Tisch. Den sehe ich. Genau. Das sind lauter Tische. Blutverschmierte Tische. Schau mal, hier stehen noch die Beine. Ganz glatt abgesäbelt. Oh, ist ein neues Bild. Ein See und lauter Bäume. Und lauter Kreuze hier. Aber da ging es aber auch noch in die andere Richtung, oder? Ja. Aber wir können uns das ja hier als Orientierungspunkt nehmen. Die kaputten Holzstangen. Oder zumindest das oh, Armsi, Beinsi. Ah, wie heißt der? Da rennt er aber. Oh, voll. Ich hätte noch Dynamit anzubieten. Bitte? Ich hab Dynamit. Magst du es mal werfen? Warte mal, ich habe auch noch welches. Das sieht ja krass aus, gerade. Jetzt direkt unter ihm. Ich glaube, das brennt bei dir Dynamit? Nee. Okay. Machst du noch mal einen oder sonst werfe ich einen? Ja, kann ich. Ich hab. Angst, dass das irgendwo hier festglitscht oder so. Ja, ein bisschen. Warte mal, ich schmeiß jetzt noch einmal Feuer drauf. Warte mal, wir können auch grad mal. Oh! Ich hab ihn angelockt, Verzeihung. Dann hab ich dir, glaube ich, noch einen Hit gegeben. Weg? Doch, ist gut. Wie jetzt hier wieder zurückfällt. Krass, doch noch wieder was Neues erlebt. Oh. Hat der Stoff hier überall. Ja, diese in diesen Reisekisten, ne? Reisekisten, Koffer nennt man sie auch. Die berühmten Reisekisten. Oh, hier geht's nochmal tiefer runter. Da hinten sieht's aus, als würde ein Blatt da liegen. Oder was ist das? Nee. Flugzeugskissen. Da habe ich schon ganz viele von gesehen. Ist hier noch was? Also da ging's auf jeden Fall nochmal runter. Oh, dann hier was ist das hier? Ist ein Helm und Beine. Das gehört aber nicht zusammen. Da haben die sich vertan. Oh, neue Taschenlampe. Was war denn das? Einfach jetzt hier so ein Stück Holz vor dem
Das war denn aber wieder, war denn wieder eine Herzensangelegenheit. Ja, aber hallo. Dann klettern wir mal hier nochmal runter, oder? Ja. Ihr müsst jetzt bald aber mal die Tauchausrüstung kommen, oder? Vielmehr. Das ist schon ein bisschen aufregend jetzt ja, wieder. Mit der können wir ja dann im Dings weitermachen, im Sinkhole. Und in der Anfangshöhle, wo wir, wenn wir da wieder reingehen, auf jeden Fall auch deine Kletteraxt finden. In der, wo wir das erste Mal wirklich lange unterwegs waren, weißt du noch? Ja. Da weiß ich auch auf jeden Fall noch den einen Eingang, den wir geben müssen. Schau mal, hier fließt das Wasser an den Steinen runter. Wisst ihr das? No. Ist bei mir nicht. Ach, oder? Was doch, wenn man auf die Textur. Ah, hier, jetzt sehe ich es. Doch, 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 man muss ganz nah ran, ja. Oh, ein Kreuz gefunden. Oh, das ist so schön, immer die Höhlengeschichten. Mit dem Wasser und so. Oh. Ihr sitzt guck da. An. Ihr sitzt da. Da ist der Tauchermann. Haha. Geil. Hast du schon ausprobiert? Nee. Wo ist er denn, der Rebreather? Da ist er. 600 Sekunden habe ich jetzt drin. Ach, man hat eine Lampe. Ich raste aus. Schau mal, hier unten kann man weiter. Kommst du? Easy. Easy. Man hat eine Lampe. Ist das bei dir auch alles so unscharf? Ja. Weil man weiß ja, wenn man so eine Taucherbrille auf hat, wird immer alles unscharf. Deshalb tragen die ja, die Taucher. Es ist tatsächlich eine Grundübung, wenn du deinen Tauchschein machen willst. Musst du. Oh, du kannst hochkommen. Du kannst hochkommen hier. Ich guck hier gerade noch so. Oh. Oh, wie schön. Oh, hier sind lauter Babys. Oh, hohoho. Platsch, platsch, platsch. Warte mal, lass mich mal anschauen. Guck mich mal an. Guck mich mal an. Ah, die sehen so geil scheiße aus. Ja, kein Wunder. Was denn? Das ist das, was ich gerade erzählen wollte. Du hast keine Maske. Deswegen ist alles so unscharf. Weißt du? Ach so, du meinst von dem Rebreather. Stimmt, es ist ja. Stimmt, du hast ja keine Maske. Hast recht. Und das ist nämlich, das wollte ich nämlich gerade sagen. Du musst halt für deinen normalen Tauchschein, also den Open Water Diver, es gibt so zwei verschiedene Systeme. Und du musst, glaube ich, auf 10 Meter Tiefe. Meines waren 10 Meter, also auf jeden Fall schon tief im Wasser. Musst du halt deine Maske absetzen und wieder aufsetzen. Und das ist echt ganz schön gruselig, wenn du so tief unter Wasser bist, weil du musst dann ja gucken, dass du nicht durch die Nase atmest, weil um dich herum sind halt ganz viele tausend Tonnen Wasser. Ja. Und da musst du halt locker weiterarbeiten, ganz easy. Und deine Maske wieder aufsetzen und die dann so ausblasen, weil du kriegst ja Luft und kannst sie dann so durch die Nase. Jetzt ist er wieder rauspusten. Oh. Oh. Alter, wie einfach das Leben mit dieser Tauchausrüstung ist. Wir sind im Sinkhole. Hier ist wieder ein Tor, ne? Ja, das muss doch das Sinkhole sein. Oder nicht? Hä, seit wann liegen denn überall eigentlich Air-Canisters rum? Naja, hier jetzt wahrscheinlich schon. Dann. Ja, aber die haben wir doch sonst nicht gefunden. Oh, jetzt geht das Tor, glaube ich, sogar für uns beide. Du musst die Sachen schon drauflegen lassen. Ja, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Okay, hier sind... Nee, das ist... Oder? Ist das... Wie cool! Schau mal, cool. Was ist denn hier passiert? Alter, guck dir den Typen an! Er ist aber aufrecht, also... Und guck mal, die wollen alle zum Kreuz und sind dabei verbrannt. Das? Schau mal, der ist hier sogar noch rausgeklettert. Nee, der kommt. Der kommt dahin. Also, ja, ja, klar, aus dem Wasser noch rausgeklettert. Ja. Sowas finde ich ja geil, so eine Story-Elemente, die dann also so Environmental-Story-mäßig cool platziert sind. Oh, hier ist noch eine... Oh, ich habe Karte 2 von 4 gefunden. Aber ich habe keine Karte. Tactical Caver.
Das ist ja echt krass, ne? Ob es da unten nochmal weitergeht in der. Durch das Wasser vielleicht. Schau mal, hier ist nochmal eine große Axt. Rusty Axe. Oh. Die hatten wir auch noch nicht, ne? Ein Bild von diesen komischen Beinspinnenmonstern. Sag mal, ist der Drop. Kriegt man die Air Canister Drops jetzt mehr? Oder. Ach nee, wir sind ja in Gegenden, wo man nur mit dem Taucher. Ja, deshalb. Ich glaube, hier schmeißen sie recht viel rein. Ach, sehr witzig. Also, das heißt, man kann theoretisch unbegrenzt tauchen, quasi, ne? Ja, ja, wenn du sobald du dann. Ach, schau mal, hier geht's. Oh, komm mal, komm mal. Komm mit. Ich hab noch 551 Sekunden Taucherino. Wow. Aber eine Maske gibt's nicht, ne? Dass man das Bild schärfer kriegt. Weiß ich nicht. Fürchte fast nicht. Ja, gut, hier wird's natürlich. Oh, das löst jetzt bei mir schon wieder die echte Tauchfantasie, Faszination aus. So dieses Gucken, was so kommt. Ja. Das ist echt geil. Kann ich übrigens echt nur empfehlen. Tauchen ist ein sehr, sehr geiles Hobby. Hätte ich auch mal total Lust drauf. Aber weil es so abgefahren ist, ne? Also es ist wirklich, weil es so total anders ist als alles, was man so kennt, ne? Hey, hier geht's hoch. Sag mal, sind wir hier jetzt an so einem Dead End, wo wir sonst nicht weitergekommen sind? Das kann sein. Oh nein, kommt jetzt die Stelle, wo man die Kletteraxt braucht? Dann müsste ich kurz ausrasten. Ja, im Notfall können wir immer noch in die andere Richtung zurück. Ja, aber abgefahren, ne? Das ist. Bleib mal hier! Nee, hier geht's durch. Sorry. Da ist doch nichts mehr, oder? Bin so aufgeregt wegen des. Oh, die Folge ist übrigens zu Ende. Ja, das ist halt. Ach so, ah, das solltest du. Darf man einen fliegenden Wechsel hier in der Wasserwelt? So, Sinn? Noch schön. Jetzt habe ich jetzt die Orientierung gerade verloren. Ich habe mich jetzt gerade so komisch umgeschaut, aber ich glaube, ich bin immer noch richtig. Es liegt übrigens, es gibt Loot hier unter Wasser. Ne? Ja, ja, das hatte ich nämlich mitgenommen gehabt. Ja, und dann habe ich da hingeguckt und dann war es vorbei. Ja gut, hier wird es halt ohne Licht und ohne Atemgerät wird es hier. Oh, ist das das Sinkhole? Oh. Oh, schau mal, hier sind Enten. Hier sind Enten auf dem Wasser. Hä? Wo sind wir? Ah, jetzt das ist ja krass. Gänse, das jetzt ist weiß ich, der, jetzt der, weiß ich auch, welche Höhle was das der war. Goose Lake ist. Passt das aber. Das ist ach, ja cool. Krass, das hätte ich ja nicht gedacht, dass man mit der Taucherflasche da rein kann. Ja, cool. Nächste Folge gucken wir uns noch ein bisschen mehr Kram an, oder? Nächste Folge holen wir dir deine Axt, weil dann weiß ich auch, wo das ist. Geil. Alles klar, ja, cool. Bis dann. Gleich, ne? Ciao.